Entschuldigen. Wie bin ich bloß mal auf diese Floskel gekommen? Da ist der Karl-Heinz. Das ist unser Salbei. Der überlebt alles. Kann ich nur empfehlen, so einen Salbei mal in den Topf zu setzen. Kann man immer schön von ernten. Ah, da ist unser Knödel. Für den Knödelfuchs. Und da brauche ich immer so ein Ästchen hier drunter, damit die Kamera vorne ein bisschen höher kommt. Aber nicht zu viel. So in etwa. Das dürfte gut sein. Ja, okay. Wie gesagt, man kann da nicht durch den Sucher gucken oder so, sondern das musst du frei nach Gefühl und Wellenschlag aufstellen und dann irgendwie damit leben, was rauskommt. Ich lasse es so. Och, Karl-Heinz mal wieder. Cool, Karl-Heinz. Super, mach noch mal. Mach noch mal. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Super. Ja, super, Kallemann. Ja, du ist aber auch gut. Nee, ich wollte mal nichts Politisches. Nur darauf zurückkommen, wie kauft man in diesen Zeiten ein Motorrad? Hab ich ja nur. Hab ja ein neues gekauft. Und das lief so. Die dürfen ja nicht alles, ne? Die dürfen eigentlich nur Werkstatt und so und Probefahrten. Ja, ob die verkaufen dürfen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Naja, jedenfalls, von irgendwas müssen die auch leben, ne? So. Ich bin ja neulich, habt ihr ja die Videos, oder könnt ihr ja sehen, hab Probefahrt gemacht, drüber geschlafen eine Nacht, überlegt und gesagt, jo, machen wir. Ich kauf das Ding. So. Wir haben keinen Kaufvertrag gemacht, nix. Gar nix. Ich habe gedacht, nur weiter. Nun habe ich da schon Geschäftsbeziehungen zu gehabt. Kurz erzählt. Ich habe da eine 1050 Adventure gekauft. Dann haben wir da die 125er Duke gekauft für Frauchen. Die haben wir dann wieder verkauft. Ich habe da meine... Ach nein, um die 125er zu kaufen, habe ich die 640er Supermoto in Zahlung gegeben. Wir kriegen dann die 125er Duke. Dann war das Frauchen ein bisschen zu viel mit dem Motorradfahren und sie wollte da nicht mehr so richtig dran. Haben wir die 125er wieder in Zahlung gegeben und ich habe die 640er wieder gekauft. Das heißt, dann ist ein Motorrad, das habe ich jetzt ja schon mehrfach gekauft. Okay, das ist meine Verrücktigkeit, also alles gut. So, das nur dazu. So, die schicken mir also jetzt, und morgen müsste er kommen, den Kfz-Brief von der neuen 1290er zu. Ohne Vertrag, ohne irgendwas. Ja. Und ich kann die dann zulassen, Schild holen, hinfahren, abholen. Crosstourer abgeben. Nur haben wir, ja, bin ich doch noch so auf ein bisschen was gestoßen und habe dann gesagt, ja, aber. Das geht nur, wenn, erstens, ihr mir noch einen Tankring anbaut. Also für die Befestigung des Tankrucksacks. Super, Kalle. Das ist 20 € Artikel. Wenn ihr mir eine Lenkererhöhung ranbaut, dass der Lenker ein bisschen höher kommt. Und wenn ihr mir das serienmäßige Heck wegmacht und einen kurzen Kennzeichenhalter dran macht. Und zwar den kürzesten, den ihr habt. Also, Tankring, Kallemann,
Hallemann. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Kennzeichenhalter, Lenker hoch, Heck kurz. Diese drei Sachen. Und dann kriegt ihr das Geld, was wir mündlich da nur verabredet haben. Übrigens ein fünfstelliger Betrag. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das alles klappt. Wenn das so klappt, wenn ich also da mit meinem Schild hinfahre, den Crossi da lasse, die neue mitnehme und alles ist zu meiner Zufriedenheit verbaut, dann kann ich sagen, klasse gelaufen, super. Und ich gehe fest davon aus, dass das klappt. Das ist also ein Beweis, wird dann ein Beweis dafür sein, dass in Deutschland der Handel noch so einigermaßen funktioniert, gut funktioniert. Ich setze meine Hoffnung auf KTM. Da steht übrigens eine Kamera, die habe ich jetzt ganz tief auf den Boden gestellt. Und von da kommt der Dicky immer und der Marder auch. Die konnte ich jetzt noch ein bisschen umdrehen. So, super. Da müssten wir ihn sehen, wenn er kommt. Hier, ja, das ist diese zweite Stelle. Alles weg, wie man sieht. Da lag Futter drauf, da auch. Da auch. Da guckt dieser unsichere Kantonist hier, diese TC45. Den kannst du nicht weiter trauen, wie du sie werfen kannst. Guck darüber, müsste eigentlich schöne Bilder machen, aber warten wir mal ab. Hier habe ich ein bisschen die Perspektive geändert. Man sieht, da ist nichts mehr, ne? Das ist alles weg. Alles weg. Da steht die jetzt und guckt jetzt so, damit wir nicht immer die gleichen Bilder kriegen. So, warte mal ab. Komm an, bist du irgendwo? Kalle! Ach, da kommt er ja. Ach, du warst ja ganz woanders. Super, Kallemann. Komm mit, komm. Komm, mein Freund. Ja, super. Hey, du bist ja gut drauf. Kallemann. Ja, super. Ja, super. Ja, komm. Ja, super, Kalle. Guck mal da. Der alte Herr kann dich doch noch ein bisschen überlisten. Alles gut? Alles gut? Alles gut? Haha! Hey! Super, Kalle! So! So, das soll es gewesen sein. Tschüss! Schönen Abend noch, alles Gute, schönes Wochenende und so weiter und so fort.